Wenn ich an soziale Teilhabe denke, denke ich natürlich ziemlich schnell an Arbeit aus zwei Gründen. Einerseits ist natürlich das Arbeitsleben ein ganz zentraler Teil von gesellschaftlicher Einbindung und Teilhabe. Und andererseits ist natürlich Erwerbsarbeit und finanzielles Einkommen auch eine Grundlage für gesellschaftliche Teilhabe, für ein gutes Leben insgesamt, das wir alle daraus finanzieren. Und wenn ich eine Zukunftsvision entwickeln soll, glaube ich, wir sind an einem Punkt, wo wir eigentlich neu definieren müssen, wie soll unser Normalarbeitsverhältnis sein? Also wie ist unsere Standardvorstellung, wie wir im Arbeitsleben, was das für Jobs sind, wie die organisiert sind? Und ich will vielleicht mal in vier Punkten ganz schlaglichtartig aufzählen, was aus meiner Sicht da wichtig ist, wenn wir das Normalarbeitsverhältnis neu definieren, zeitgemäß, modern neu definieren. Als erstes stelle ich mir vor, dass das Standardarbeitsverhältnis in Zukunft ein Arbeitsverhältnis in einer, ich will es mal nennen, kurzen Vollzeit ist. Also ein Arbeitsverhältnis, in dem man nicht 50 Stunden arbeitet, sondern vielleicht 35, vielleicht reichen auch 30, wird die Arbeit auf alle Schultern gleich verteilen. Nicht das alte Modell, Männer arbeiten ganz viel, Frauen bleiben zu Hause. Mir reicht auch nicht das Modell, ein Teil der Frauen geht arbeiten, ein Teil der Männer bleibt dann zu Hause, sondern ich möchte, dass alle arbeiten gehen, aber alle eine kurze Vollzeit haben und viel Freizeit, mehr Möglichkeit für Freizeitleben. Die nächste ganz aktuelle Auseinandersetzung, in der wir daran richtig was tun können, wird die Auseinandersetzung um die Einführung der 35-Stunden-Woche auch im Osten bei der IG Metall sein. Da werden im Herbst wahrscheinlich heftige Streiks anstehen. Da können wir alle was dafür tun, einen wichtigen Schritt in die Richtung zu unterstützen. Zweitens, von Arbeit muss man leben können. Das sagt sich immer leicht, ist aber in vielen Bereichen nicht der Fall. Dazu gehört es, Lohndumping zurückzudrängen, aber dazu gehört es auch, den Mindestlohn richtig anzuheben. Und damit meine ich nicht nur einen Inflationsausgleich, sondern mindestens 12 € müssen aus unserer Sicht sein, damit es eben keine Armutslöhne mehr gibt. Drittens, Arbeit sollte demokratisch sein. Also Demokratie darf nicht am Werkstor enden, ist der klassische Slogan dazu. Arbeit sollte nicht nach Gutsherrenart gestaltet werden, der Arbeitgeber zahlt, was er will, sondern wir wollen Tarifverträge, in denen verhandelt wird zwischen beiden Seiten, wie Arbeit bezahlt wird. Und natürlich sollte gute Arbeit immer mit Betriebs- und Personalräten zusammengehen, also immer mit einer demokratischen Vertretung auch im Betrieb, ganz wichtiger Punkt. Und viertens, zu einem guten neuen Normalarbeitsverhältnis gehört, dass es sozial abgesichert ist. Dafür müssen wir unser Sozialversicherungssystem erheblich updaten. Wir sehen auch gerade jetzt in der Krise, wo Lücken sind, wo Gruppen sind, deren soziale Absicherung eben nicht so funktioniert, wie wir das eigentlich erwarten. Stichwort Rente, haben wir eine Riesenlücke bei den Selbstständigen. Das merken wir in Berlin schmerzlich. Wir haben inzwischen über 10% unter den Erwerbstätigen, die solo selbstständig arbeiten. Die haben im Sozialversicherungssystem riesige Lücken. Die haben häufig kaum soziale Absicherung. Da müssen wir dringend ran. Den Bereich Pflege will ich nennen. Wir haben nach wie vor da nur eine Teilversicherung. Das reicht hinten und vorne nicht. Das wissen wir alle. Aber da müssen wir mutig genug sein, einen Schritt zu machen, zu sagen, das muss eine Vollversicherung werden. Und im Bereich Arbeitslosenversicherung glaube ich, dass wir einen Schritt brauchen, dass es nicht nur Arbeitslosigkeit, sondern vielmehr auch Qualifizierung, Weiterentwicklung, die Erschließung neuer Tätigkeitsbereiche umfasst. Also viel mehr Qualifizierung und Weiterbildung im Bereich der Arbeitsversicherung finanziert wird. Was kann jetzt konkret so eine Landesregierung machen? Die kann all diese Sachen mit anschieben und das ist auch richtig wichtig. Die kann aber auch ganz konkret in Berlin den öffentlichen Dienst zu einem Vorbild machen. Ich habe vorhin gesagt, kurze Vollzeit sollte eigentlich ein Vorbild sein. Im öffentlichen Dienst erleben wir bisher eher ganz viel Überlastung, ausufernde Arbeitszeiten, Arbeitsverdichtung. Da müssen wir dringend den Personalaufbau so voranbringen, dass Kolleginnen und Kollegen Arbeitszeit auch reduzieren können und dann finden auch mehr Leute Jobs im öffentlichen Dienst. Wir brauchen natürlich attraktive Gehälter und wir brauchen eine moderne Ausstattung. Haben wir jetzt in der Krise gesehen, mobiles Arbeiten im öffentlichen Dienst scheitert oft an ziemlich trivialen Sachen. Und letzter Punkt, über den öffentlichen Dienst hinaus, und ich glaube, da ist fast noch eine größere Leerstelle bisher in der Politik, kann natürlich Berlin auch eine stärkere Verantwortung übernehmen für Arbeitsbedingungen im öffentlichen Sektor insgesamt. Also das heißt, da wo öffentliche Vergaben sind, da haben wir jetzt ein gutes Gesetz gemacht, das müssen wir konsequent umsetzen. Da, wo wir Konjunkturprogramme auflegen, da sind wir jetzt gerade dran, da sind noch wenig qualitative Kriterien drin, dass da auch gute Arbeit gefördert wird. Da kann man noch eine Menge machen. Und ich glaube, in der nächsten Legislatur sollten wir auch ernsthaft angehen, das Thema freie Träger. Also bei freien Trägern, die wichtige öffentliche Leistung erbringen, sollte die Arbeit nicht schlechter sein als im öffentlichen Dienst, sondern sollte diese Vorbildfunktion auch erfüllt sein. Und da ist noch eine ganze Menge Luft nach oben. Ich glaube, das wäre ein Thema, was Berlin gut anstehen würde, das ernsthaft anzupacken in der nächsten Runde.